D'Armee dann kriegt neue Gewehren oder Ausschreibung über Modell von der deutschen Firma Heckler und Koch zurückbehalten. Modell, den auch an der französischen Armee, aber bei deutschen Spezialunitäten angesetzt wird. 1350 Gewehre auf verschiedenen Ausführungen gehen bestellt. Der Kostenpunkt liegt bei rund 10 Millionen Euro. Direkt Hill wird sich die neue Waffe auf den Schießstand von der Armee angucken. Jahrelang hat Steyr auch der Armee Guttingster gelegt. Die Waffe mit dem futuristischen Design wurde 1977 an Österreich entwickelt. Sind damit den 90er Jahren als das Standardgewehr umhergebracht. Nur über 25 Jahre am Ersatz hat ihn sich nur einem modernen, multifunktionalen Gewehr umgeguckt. Der Schwer ist um N auf dem Modell HK 416 von Heckler & Koch gefallen. Das Waffe ist mehr präzise wie das aktuelle Standardgewehr, aber der große Vorteil ist aber, dass unterschiedliche Zieloptiken an einer Accessoire können auf Waffe montiert gehen. Auf der Ischu der Iron Sights, das ist eine mechanische Visierung, die da hier sieht, die können oben aufklappen. Das ist die Standard mit der Waffe in die Matte geliefert. Das ist die, die kann noch schaffen. Dann ist weiter, kann die Optik montieren, zum Beispiel wie das Modell hier. Das ist die, kann noch vier an der Hand rechnen, für genau den Mann und für uns zu passen. Auf vier, wenn ihr guckt, dann eine Laser-Lichtspule drauf. Das ist die, wenn ihr fragt, der Laser. Das ist visibel und nicht visibel. Und die kann doch dann illuminieren an der Nacht. Und wenn ihr drunter dann kein Taschlut drauf. Das ist die, kann doch schaffen. Das weitere, kann das Kabel, kann der Popper verschaffen und auf der Seite oder die zwei Kommandanten in dem Moment. Das ist eben die Fehler von dem heutigen System, weil er die ganze Schiene benutzen kann. Das war nur dann drinnen, hat auch eine Schiene, wo du den Griff montieren kannst, wie die Kids sogar noch den Granatwerfer dort montieren. An der Regel gehen Soldaten gezielt ein Einzelschuss auf. Das Waffe kann aber auch vollautomatisch schießen, eine Funktion, die aber just Seele gebraucht wird. Die Präzision geht extrem drauf. Das heißt, die Waffe muss sie gut anhalten, damit man nicht mehr Krise feiert im Moment. Das heißt, wenn am Endeffekt nicht mehr gehen, hätte die Option aber noch wieder mal das schaffen. Wir benutzen dann die Instruktion noch gut mehr anfangen. Apropos Instruktion, dadurch, dass die neue Waffe mehr Funktionen hat, muss auch die Formation angepasst gehen, hat ihn auch schon neue Ausbildungspläne ausgeschafft. Ja, da sind wir also schon klar, dass die Instruktion wert durch die, all die Accessoires, die Waffe, die das System anzuspringt, muss man auch die Instruktion gestaffelt aufhalten. Natürlich, wenn man von der ersten Instruktion aufhängt, mit Schwätzen, schwätzen wir von der Grundausbildung, da geht das Waffensystem und sich als Waffe mit der Optik benutzt. Und dann an für eine Mesure, wie die Soldaten an den Unitäten evaluieren, kommen dann die einzelnen Accessoires mit dabei. Wie zum Beispiel dann schlussendlich das Laserlichtmodul. So, dass dann die Instruktion abgedeelt wird und nicht das Package bei einem zu groß ist. Für 5 Jahre gauf die Ausschreibung lanciert, hinterdem laufen Tester von den Gewehren, die Afro kommen. Dann war eine von den Konditionen, dass eine Waffe, die schon am Gebrauch war, in einer Nettos-Armee, am besten in einer Armee von unseren Nobelschländern. Dann haben die potenziellen Fornisseuren die Möglichkeit gehabt, für Waffen, als Waffen zu liefern, die sie getestet haben, die sind intensiv getestet die von Zalotte von uns. Und dann als eben bei den Testern rauskommt, dass Techno und Koch ein Vorteil hat, wie so von den anderen Waffen, die in der Kompetition dabei waren. Damit kriegt auch 50 neue Präzisionsgewehre. HK 417 ist der große Bruder von der neuen Standardwaffe HK 416. Sie hat mit großem Kaliber eine bessere Optik und kann mich weit schießen.